Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Heute ist es noch recht früh, wie man sieht. Ich habe Johannes gebeten, mir da in der Ecke eine Kerze anzumachen. Ansonsten ist es draußen noch recht duster. Die Kinder sind aus dem Haus und ich kann Videos machen. Hurra! Denn dieses Video habe ich gestern bestimmt dreimal gemacht. Entweder ich war nicht zufrieden mit meinem Text oder plötzlich hat die Sprache verzerrt geklungen, warum auch immer, keine Ahnung. Und das war gestern sehr nervig und ich habe es dann irgendwann abgebrochen. Das sind dann immer so diese Spielchen am Rande, wo man sich gar kein Bild von macht, was dann immer für einen Aufwand hintersteckt, diese Videos zu machen. Und ich mache ja noch nicht mal ein großes Buhai um das Schneiden sondern ich klatsche ja relativ die Dinge hintereinander und mir kommt es immer auf den Inhalt an. Ihr sollt zu mir zuhören oder eben auch nicht. Oder ihr sollt für euch nach innen spüren, sage ich mal. Ihr sollt rückkoppeln, ihr sollt gucken, wo seid ihr und kennt ihr das und was könnt ihr euch da rausziehen an Informationen. Genau. So, aber dieses Technikgedöns, was da so dranhängt, das ist echt manchmal sehr nervig. So, im heutigen Video soll es gehen um eine Fragestellung oder eine Anmerkung, die eine Patientin getätigt hat. Und da habe ich mir gedacht, na, das ist durchaus etwas, da können wir drüber reden, sollten wir mal drüber reden. Das ist eine Patientin im weitesten Sinne, die Probleme hat mit dem Thema Darm. Und wenn man ein Thema mit dem Darm hat, dann tut man gut daran, auch gleichzeitig die Leber mit zu behandeln. Weil beide, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, vielleicht auch von meinen Videos, verbunden sind über einen Kreislauf, einen enterohepatischen Kreislauf. Das heißt also, man muss, wenn man ein Problem hat an irgendeinem Organ, im Grunde genommen den Bogen etwas weiterspannen. Meistens geht es nicht nur gut, indem man dann das betroffene Organ behandelt, sondern man muss eben breiter noch drauf gucken. Und da sagte sie zu mir, ja, manche sagen, man fängt erst mit der Leber an zu therapieren, andere sagen, man fängt an mit dem Darm zu therapieren. So würde ich das nicht sehen. So würde ich für mich, und so mache ich es auch hier, nicht rangehen an die Thematik. Ich sehe das etwas anders. Bei mir geht es nicht so sehr darum, dass ich grundsätzlich sage, man fängt so oder so an. Weil jeder Patient wirklich ganz, ganz unterschiedlich ist und unterschiedlich in Problematiken reingerasselt ist. Das können akute Themen sein wie Stress, das können alte Themen sein, alte Energien, die sich aus dem Gewebe lösen, Speicherung, sage ich mal. Es können Medikamente sein, die dazu führen. Es können Infekte sein, es können Ernährungsirrläufer, sage ich mal, sein oder eine Kombination von allem. Ja. Und insofern ist jeder irgendwie, hat ein Patient oder haben verschiedene Patienten vielleicht ein und dieselbe Diagnose, aber sind trotzdem alles völlig unterschiedliche Situationen und da muss man unterschiedlich rangehen. Das kann man so leicht immer gar nicht sagen. Sodass ich immer da anamnestisch erstmal rangehe. Das heißt, ich gucke natürlich erstmal, wie ist denn der da überhaupt reingerasselt und wie weit bestehen eigentlich irgendwelche Schieflagen. Und wo sind die Schieflagen? Im Denken, im Handeln, also im Außen, oder sind es Medikamente? Und wie können wir die Organe unterstützen, dass sie mit den Medikamenten besser klarkommen? Oder. Ja, das muss ich immer abwägen. Es geht nicht so sehr darum, dass man sagt, erstmal macht man das und dann macht man das. Nee, kann man nicht sagen, weil die beiden über den Kreislauf verbunden sind und die schieben sich sowieso ständig die Zuständigkeiten zu. Und da rein zu grätschen hängt einzig und allein davon ab, wie ist denn die ganze Kiste angefangen und wie hat sich das aufgebaut. Das ist wichtig. Was für mich
viel, viel interessanter ist und für euch auch interessanter sein kann, ist, welches Lebermittel genommen wird. Und da ist es immer noch häufig der Fall, dass man sagt, Lebermittel, klar, Bitterstoffe. Lebertherapie gleich Bitterstoffe. Und das ist nicht unbedingt glücklich. Wenn ich sage Bitterstoffe, gehe ich davon aus, dass die Bitterstoffe die Leber anregen sollen oder anders. Bitterstoffe regen die Lebertätigkeit an. Wenn aber im Darm ein Ungleichgewicht ist, dann allemal, wenn es ein Leaky Gut ist, dann flutet ja aus dem Darm sowieso jede Menge Schismus, sag ich mal, was auch immer, zu Leber. Was ihr denn vielleicht an dem einen oder anderen erhöhten Leberwert im Blutbild sehen könnt, vielleicht im Blutbild aber auch noch gar nicht. Ihr seht es eher so indiskret in dem Blutfette nicht ganz in Ordnung sind und ihr euch fragt, hey, woher kommt denn das? Und dann ist im Grunde genommen eher die Frage, welches Lebermittel, denn die Leber ist angeregt. Die Leber muss ja schon den ganzen Quatsch, der da aus dem Darm kommt, irgendwo entgiften. Und da muss ich nicht nur sagen, so jetzt tu mal was, du faule Schnecke. Das ist nicht glücklich, sodass ich beispielsweise dann einen Schritt vorher mache oder einen Schritt zurückgehe und sage, nee, wir gehen jetzt erstmal eben auf Leberschutz. Und Leberschutz ist Mariendistel. Mariendistel tut dem Lebergewebe unheimlich gut. Habe ich schon mal an anderer Stelle gesagt, dass Patienten, die eine Knollenblätterpilzvergiftung haben oder eine Paracetamolvergiftung haben, die kriegen in manchen guten Krankenhäusern dann Mariendistel, um das Lebergewebe zu schützen, streicheln. Mariendistel ist ein Leberschutz und wenn der Darm sehr unruhig ist, da sehr viel los ist, kann ich erstmal auf Leberschutz gehen. Stattdessen ich der Leber dann auch noch auf die Füße trete und sage, so nun mach mal mit Bitterstoffen. Die macht ja schon. Wenn ich euch das so erkläre, dann seht ihr, wie komplex das eigentlich ist. Und wenn ihr da alleine vorsteht, und ich weiß, natürlich versucht man erstmal alleine dem beizukommen, aber ihr merkt, wie komplex das ist und was für Aspekte damit reinfließen. Und das sind nur erstmal eben die Aspekte auf der waagerechten Ebene. Das heißt, im Bereich von welches Organ zuerst, was für ein Therapeutikum, wann ein Therapeutikum. Und wenn ich die Senkrechte betrachte, bedeutet Seele, Geist, bedeutet Gedanken und Emotionen und alte Speicherungen vielleicht, dann wird das echt eine komplexe Kiste. Und es kann sein, dass man alleine da dann nicht rauskommt. Das müsst ihr nur wissen, dass ihr dann einen gewissen Punkt nicht überschreitet, der da sagt, so jetzt brauche ich dann doch mal Hilfe. Ja, weil ansonsten werden Krankheitsbilder manifest und eure Therapeuten haben richtig Spaß, dann da reinzugrätschen und das dann wieder umzukehren. Genau, deswegen seid ehrlich mit euch. Spürt rein, wartet nicht zu lange, probiert erst rum, aber irgendwann müsst ihr euch dann melden. Bei euren Therapeuten oder hier oder wie auch immer, ist völlig egal. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was rausziehen für euch. Wir hören uns im nächsten Video. Alles Liebe, eure Diana.